Rücksichtslose Radfahrer. Ein Fall für die Dresdner Fahrradpolizei. Ich habe Sie angehalten, weil Sie den Radweg in die falsche Richtung benutzen. Schauen Sie mal, was Ihnen hier vor Radfahrergruppen entgegenkommen. Die Fahrradpolizisten stellen außerdem gestohlene Fahrräder sicher. Da verliere ich meine Arbeit, wenn ich sage, der hat mal ein geklautes Fahrrad, aber ach, heute scheint die Sonne, fahren Sie weiter. Dresden ist neben Münster die Fahrradstadt in Deutschland. Und sie ist gefährlich. Mehr als 1000 Radler verunglücken pro Jahr. Deshalb setzt die Polizei verstärkt auf Kontrollen. Die Polizisten Thomas Kirali und Carsten Ulbricht sind bei der Fahrradstaffel. Carsten Ulbricht nutzt ein E-Bike. Wir haben hier 4, sprich 5 verschiedene Modi. Das einmal im ausgeschalteten Zustand. Das wäre hier einmal der Eco, Sport, Power und Ultra. Und jeweils da gestaffelt zwischen 10%, 20%, 60% und dann 100% Leistung. Und das merkt man beim Treten, dass es natürlich deutlich leichter geht. Und ja, wir werden immer so den mittelsten Modi fahren, weil der relativ, ich wollte schon sagen, spritsparend ist, sondern energiesparend ist. Und das ist auch gut so, denke ich mal. Sein Kollege Kommissar Thomas Kirali verzichtet freiwillig auf die Vorteile des E-Bikes. Ich trainiere regelmäßig auf dem Fahrrad. Und warum soll ich mich da mit so einem elektrisch unterstützten Fahrrad zeigen, wenn ich auch die Power habe, das Fahrrad selber so schnell zu bewegen? Das kommt für mich nicht in Frage, zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. Carsten Ulbricht und Thomas Kirali kontrollieren heute am Dresdner Albertplatz. Eine gefährliche Stelle für Fahrradfahrer und Fußgänger. Das ist hier quasi die Nord-Süd-Achse von Dresden für die Radfahrer. Fußgängerzone, wo Radfahrer frei ist. Das heißt, hier dürfen die Radfahrer auch zwischen den Fußgängern durchfahren, natürlich entsprechend langsam. Und wie man schon sieht, ist das recht gut genutzt hier von Radfahrern, das ganze Gebiet. Und deswegen stehen wir hier und schauen noch mal vorne auf die Ampelanlage, wie die beachtet wird und was die anderen Radfahrer sonst noch so für mögliche Verstöße begehen. Oder wir prüfen auch mal ganz gerne die Rahmennummer bei den Fahrradfahrern, die vorbeifahren, und die schauen uns die Rahmennummer an, ob die vielleicht in Fahndung steht. Weil in Dresden, leider Gottes, auch viele, viele Fahrräder gestohlen werden jedes Jahr. Den Polizisten fällt ein Radfahrer auf, der sich ausschließlich auf sein Handy konzentriert. Wenn ich neben dem Herfahrer 10, 15 Meter ganz entspannt und schon mit meiner leuchtenden Uniform und er nicht überhaupt nicht reagiert, und dazu, dass hier noch Kinder auf der Straße oder auf dem Fußgängerbereich spielen und durch die Gegend rennen, ist es schon so, dass da eine gewisse Ablenkung zu sehen war von ihm und die auch eine Gefährdung für andere irgendwo begründet. Ja. Hallo, die Dresdner Polizei. Kirali ist mein Name. Bitte stehen bleiben. Also generell ist es so, dass Sie als Radfahrer auch die Verpflichtung haben, das Mobiltelefon nicht zu benutzen und nicht drauf zu schauen. Und Sie sind nur die ganze Zeit über die Ampel drüber mit dem Ding in der Hand vor sich hergefahren. Ich habe geschaut. Danach habe ich ja Sie sollten immer schauen nach vorne und nicht in Gedanken verloren auf das Handy schauen die ganze Zeit. Ich war ganz langsam mit der Fahrt, also wirklich fast zu Fuß. Nach § 23 Absatz 1 ist Telefonieren auf dem Fahrrad ein Verkehrsdelikt. Der Gesetzgeber hat ein Fahrgeld von 55 Euro vorgesehen als Sanktionierung bei so Verstößen, die von der Polizei festgestellt werden. Wie wollen Sie es handhaben? Wollen Sie es vor bar bezahlen? Nee, also kann man vielleicht nur einmal einfach weglassen. Ich meine, ich war wirklich super langsam. Ja, wenn der Autofahrer langsam fährt mit Handy im Ohr, gibt es auch keine Entlastung. Das sehe ich schon. Deswegen sind nur die Strafen andere. Deswegen ist es kein Bußgeld, sondern nur ein Verwarnungsgeld. Aber wissen Sie, ich bin monatlich von der Polizei für solche Gründe gehalten. Nicht für Handy, aber für Kontrolle. Ich bin immer kontrolliert. Aber ich meine, so viele Autos, die sind das Problem. Und die Fahrräder, es ist eine Hölle, hier zu sein. Mit Fahrrad zu fahren, es ist wirklich eine Hölle. Ach so? Ja, ich werde immer gehalten, monatlich. Und ich habe auch Züge verpasst, nur wegen Kontrolle, so randomly. Und ich habe wirklich die Nase voll. Ich meine, der Verkehrssünder bleibt uneinsichtig. Sie kontrollieren fast nur, ich habe nur Fahrräder gesehen, auf der Straße stehen. Und das fast alle 2 Tage, ein Fahrrad steht auf der Straße mit der Polizei. Und die Autos werden nie gehalten. Ich habe noch kein Auto gehalten gesehen. Sicher werden gehalten. Wissen Sie, wie viele Autos ich im Jahr anhalte?
Ja, fast 1000. Die Autofahrer schimpfen regelmäßig, wir würden niemals gegen die Radfahrer tun. Wenn ich die Radfahrer anhalte, schimpfen die Radfahrer, aber sie halten nie die Autos an. Aber wer ist gefährlich? Ein großes Fahrzeug mit Motor und ganz schwer? Für Kinder, die hier unterwegs, hier vorne spielen Kinder mit den Fahrrädern im Bereich des Beckens, wenn die sich losreißen und durch die Gegend rennen, ist das für sie, ist das schon eine Gefahr, wenn sie mit dem Fahrrad angefahren kommen. Und da spielt es keine Rolle, ob es vielleicht 10 oder 15 oder 20 km/h sind und das Handy so konzentriert vor sich haben und nie schauen, was die nächsten 3 Meter vor ihm passiert. Ich war langsam, ich habe ein bisschen geschaut. Und ganz ehrlich, das ist jetzt eine andere Ebene von Gefahr. Ja, Grundgedanke ist am Ende gar nicht so falsch. Sicherlich geht von einem LKW, der 60 km/h fährt, eine wesentlich höhere Gefahr als von einem Radfahrer, der 30 oder 20 km/h fährt. Die kinetische Energie ist sicherlich bei einem LKW naturbedingt immer viel, viel höher. Und damit ist der mögliche Schaden im Unfall immer viel größer. Das ist erstmal generell richtig, ja. Nichtsdestotrotz kann auch der Radfahrer durch sein Fehlverhalten dazu die Ursache beitragen, dass es zum Unfall kommt. Er kann sich selber schwer verletzen, er kann aber auch andere zu einer Ausweichreaktion zwingen, die wiederum schlimme Unfälle provoziert oder auslöst. Deswegen versuchen wir quasi beide Seiten des Bereiches abzudecken und zu kontrollieren. Der Radfahrer hat weitere Argumente auf Lager. Ich denke, die Polizei hat andere Sorgen. Und hat man auch ein bisschen mehr Toleranz gegen Fahrräder? Die Fahrräder werden eigentlich Unterstützung gefordert. Weil hier habe ich wirklich keine Lust mehr, Fahrrad zu fahren. Es ist gefährlicher als wirklich mit dem Auto. Mit dem Auto kann ich einfach schnell fahren. Und auch da werden Sie gemessen, wenn Sie so schnell fahren und bekommen Bußgeld. Nee, ich meine schnell fahren, ich bin am Ziel, weil im Winter ist es scheiß kalt und ich fahre also, mit dem Fahrrad. Also ob Sie im Dresden Berufsverkehr schneller als mit dem Fahrrad sind, wage ich zu bezweifeln. Weil ich fahre mit dem Fahrrad, weil ich denke, das ist verantwortlich mit dem Fahrradfahren. Das ist generell richtig, ja, das ist richtig. Und es ist wichtig für die Stadt so. Aber wenn die Stadt einfach so viel Ärger gegen die Fahrräder hat, dann muss man irgendwie die Stadt wechseln. Mensch, wirklich. Ich persönlich fahre mit dem Rad im Jahr 10.000, 12.000 Kilometer und bin noch nie angehalten worden. Er fährt bestimmt nicht so viel und ist schon 10-mal oder 8-mal angehalten worden in Deutschland. Das muss ja irgendwie einen Grund geben, vermute ich mal. Es liegt vielleicht ein bisschen an Ihnen, wie Sie sich verhalten. Ich bin erstmal weg. Also. Okay. Sie kriegen dann Post von der Landeshauptstadt Dresden innerhalb der nächsten Wochen. Können sich dazu noch mal äußern zum Sachverhalt. Und ansonsten sind wir jetzt hier fertig. Wiedersehen. Ein Strafzettel von 55 € ist ihm sicher.